Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar über V-Ray 5 für 3D Studio Max. Mein Name ist Jonas Nöll und ich arbeite mit V-Ray als Freelancer im VFX- und Werbebereich seit über 10 Jahren. In diesem Webinar schauen wir uns einige interessante und neue Features von V-Ray 5 für 3D Studio Max an, die uns als Artist das Leben vereinfachen und unseren Workflow extrem beschleunigen können. In diesem Webinar werden wir uns einmal folgende interessante Neuerung etwas genauer anschauen. V-Ray 5 beinhaltet nun eine Fülle von vorgefertigten Assets. Der neue Cosmos Asset Browser enthält Modelle und HDRIs. Eine Material Library stellt vorgefertigte Materialien parat und über Material Presets können wir unsere Materialien vorkonfigurieren. Der neue Frame Buffer enthält Neuerungen wie zum Beispiel das neue Lightmix Feature, mit dem die Beleuchtung in Echtzeit modifiziert werden kann, und mittels Compositing können im Frame Buffer bereits gerenderte Bilder nachträglich angepasst werden. Weitere Neuerungen betreffen zum Beispiel einen Randomizer, mit dem unschöne Wiederholungen vermieden werden können, ein verbessertes Sun-Sky-System für realistischere Außenbeleuchtungen und mit Additive Dome Lights können mehrere Dome Lights miteinander kombiniert werden, um so interessantere Beleuchtungen zu erzeugen. Schauen wir uns zuallererst mal den neuen Cosmos Asset Browser an. Den findet man hier in 3D Studio Max über die V-Ray Toolbar, indem man auf diesen Knopf hier klickt. Und dann öffnet sich hier dieser Browser und das ist eine plattformübergreifende Asset Library, die 3D-Modelle und HDRIs eben beinhaltet. Diese Library wird auch ständig aktualisiert. Das kann man hier sehen an diesem Recently Added. Dort sieht man neue Modelle, die hinzugekommen sind. Und hier anhand dieser blauen Checkbox hier erkennt man, welche Modelle bereits heruntergeladen sind. Und dann kann man Modelle, die man benötigt, dann hier über diesen Knopf hier unten herunterladen. Und sobald das Modell dann fertig auf dem Rechner heruntergeladen ist, bekommt man hier unten eine kleine Benachrichtigung. Schauen wir uns zunächst einmal hier die 3D-Modelle an. Und sobald man da drauf klickt, öffnen sich hier verschiedene Unterkategorien mit verschiedenen Gruppierungen. Zum Beispiel gibt es hier eine Gruppierung nur für Möbelstücke mit verschiedenen Unterkategorien oder zum Beispiel nur Lampen oder nur Fahrzeuge, Personen oder Vegetation. Und hier gibt es jeweils immer sehr viele Unterkategorien mit sehr vielen Modellen, die man eigentlich sehr gut in allen möglichen Einwendungsbereichen dann verwenden kann. Sobald man ein Modell gefunden hat, was einem gefällt, kann man das ganz einfach hier nochmal sich genauer anschauen, indem man hier nochmal draufklickt und sieht dann den Wireframe und verschiedene zusätzliche Informationen hier. Und wenn einem das dann gefällt, kann man das ganz einfach hier importieren oder noch einfacher, man benutzt einfach Click and Drag und zieht sich das Modell dann hier in die Szene. Je nachdem, wohin man das dann in seine Szene auch zieht, wird das auch automatisch dann richtig ausgerichtet. Zum Beispiel habe ich es hier auf den Boden gezogen und dann steht dieses Bett, was wir jetzt hier in die Szene importiert haben, dann genau auf dem Boden. Wir schließen jetzt mal den Asset Browser und schauen uns mal dieses Modell hier genauer an. Wir können es hier ein bisschen herumrotieren und zum Beispiel weiter in den Vordergrund drücken. Und dann können wir mal sehen, was genau für Materialien da verwendet sind und um was für ein Objekt es hier sich eigentlich genau handelt. Schauen wir uns erstmal an, was es eben ist. Es ist hier ein V-Ray Proxy, der schon einen richtigen Shader quasi zugewiesen hat. Und den können wir uns dann hier auch im Materialien-Editor mal anschauen. Und dann können wir sehen, dass es sich in dem Fall hier um ein Multi-Sub-Object-Material handelt mit verschiedenen Untermaterialien. In dem Fall alles V-Ray-Materials, die alle schon die richtigen physikalischen Eigenschaften haben und eben deshalb schon realistisch rendern und in jeder Szene eigentlich zu verwenden sind. Dann können wir den Materialien-Editor wieder schließen und ich werde einmal hier diese Option aktivieren, sodass wir nicht von dem Wireframe hier abgelenkt sind. Und jetzt geht es um die Frage, wie man diese Objekte hier modifizieren kann. Zum Beispiel in dem Fall wollen wir jetzt nicht diese blaue Decke hier auf dem Bett haben. Das ist auch ganz einfach möglich, indem man einfach hier diesen V-Ray Proxy auf diese Option hier setzt. Dann wird das gesamte Mesh hier in die Szene geladen und dann kann man einfach einen Editable Poly Modifier oben drauf legen und mit diesem können wir dann zum Beispiel hier in dem Fall die Decke von dem Bett hier löschen. Die besteht in dem Fall hier aus zwei Teilen. Können wir diesen Teil und diesen Teil hier löschen. Und schon haben wir eben dieses Objekt hier modifiziert und an unsere individuellen Bedürfnisse angepasst. Das Objekt brauchen wir jetzt erstmal nicht, denn ich habe bereits hier in der Szene einige Objekte, die alle aus dem Cosmos Asset Browser stammen, zum Beispiel hier auch diese Bäume, die vor dem Fenster stehen. Und die werden teilweise hier in dieser Preview Art angezeigt. Das heißt, wir sehen nicht das volle Modell. Wenn wir hier das volle Modell sehen wollen, geht man hier auf diese Option. Dann kann man sehen, dass das natürlich viel detaillierter ist. Aber die werden teilweise in einer Art reduzierten Darstellung eben angezeigt, damit es die Szene nicht übermäßig langsam werden lässt. Jetzt können wir einfach mal einen neuen Rendering starten. Dann kann man eigentlich sehen, dass diese ganzen Materialeigenschaften hier von diesen ganzen Modellen eigentlich sehr schön funktionieren und deshalb auch in allen möglichen Szenen sehr gut einzusetzen sind.
Neben diesen 3D-Modellen gibt es im Asset Browser auch noch die Option, HDIs in seine Szenen zu laden. Hier gibt es zwei verschiedene Arten von HDIs momentan. Einmal für Tageslicht und einmal eher für Abendstimmung. Und wir können jetzt sehen, dass hier in dieser Szene momentan ich ein V-Ray Sun and Sky System benutze. Das können wir jetzt mal löschen und dann werden wir eben ein HDI hier aus dieser Library benutzen. Die HDIs kann man auch einfach per Click and Drag in die Szene ziehen und schon erstellt sich hier ein Dome Light mit einem HDI und dann können wir quasi ein neues Rendering starten und mal schauen, wie das hier mit dem neuen HDI dann eben aussieht. Jetzt können wir sehen, dass sich das Beleuchten natürlich geändert hat. Wir wollen jetzt aber noch den Einfallswinkel der Sonne bestimmen, der nämlich hier in dem Fall auf der falschen Seite ist. Und das kann man ganz einfach machen, indem man hier diese Option aktiviert, Lock Texture to Icon. Und wenn wir dann das Dome Light hier ein bisschen rotieren, zum Beispiel um 90 Grad, dann kommt die Sonne in dem Fall hier durch das Fenster hier vorne. Wir haben hier auch diesen netten Flare dann. Oder wenn wir es noch ein bisschen weiter zur Seite hier drehen, dann haben wir hier dieses nette Lichtspiel auf der Wand und der Flare kommt dann hier von der rechten Seite. Und somit können wir eben mit all diesen HDIs, die es hier in diesem Cosmos Asset Browser gibt, wie gesagt, es gibt welche für Tagessituationen, welche eher für Abendsituationen, können wir wirklich ganz viele verschiedene Lichtstimmungen erzeugen und somit eine sehr hohe Varianz in unserer Beleuchtung erzielen. Neben dem Cosmos Asset Browser, der Modelle und HDIs beinhaltet, gibt es jetzt auch noch eine Material Library. Die kann hier über diesen Knopf aufgerufen werden. Und wenn wir das tun, dann öffnet sich hier dieses Fenster mit einer Kollektion von verschiedenen Materialien, die hier in verschiedenen Kategorien gruppiert sind. Dann, wenn man doppelt hier auf eins dieser kleinen Preview-Bilder klickt, öffnet sich ein größeres Preview-Bild, wo man nochmal die Details genauer erkennen kann. Und außerdem kann man hier sehen, um was es für ein Material sich genau handelt. In dem Fall hier wäre es ein V-Ray Fast SSS2 Material und dass es 4 Submaps benutzt und welche Art von Submaps hier benutzt werden. Nun stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie man so ein Material eigentlich dann auf ein Objekt in der Szene anwendet. Und das werden wir jetzt einmal machen. Dafür müssen wir einfach die jeweiligen Objekte in unserer Szene auswählen und dann hier per Rechtsklick auf das neue Material Apply to Selected Objects. Und in dem Moment wird das Material hier auf unser Objekt übertragen. In der Library gibt es eine große Auswahl von verschiedensten Materialien hier in diesen verschiedenen Gruppen. Es gibt zum Beispiel sehr viel hier aus dem Automotive-Bereich, hier diese große Auswahl von verschiedenen Autolacken, aber auch sehr viel, was im Arquis-Bereich eingesetzt werden kann, zum Beispiel verschiedene Böden, verschiedene Steine etc. Die Materialien können natürlich auch nachträglich noch modifiziert werden. Wenn wir zum Beispiel hier ein Material gefunden haben, was uns an sich gut gefällt, wo die Farbe aber nicht die richtige ist, können wir einfach diese Option hier auswählen. Und wenn wir dann das Material auf unser Objekt anwenden, öffnet sich gleichzeitig hier der Materialeditor. Und wir können dann einfache Änderungen hier zum Beispiel an den Farben vornehmen und unser Material somit weiter editieren. Falls man dann tatsächlich mal ein Material selber erstellen muss, weil es aus irgendwelchen Gründen kein geeignetes Material hier in der Material Library gibt, dann gibt es zumindest hier bei einem V-Ray Material jetzt diese Option von Presets. Und dann können wir ganz einfach hier ein Preset auswählen, zum Beispiel das Preset hier für Chrom. Und sofort sieht unser Material halt eben aus wie ein Chrom-Material, weil all die richtigen physikalischen Eigenschaften hier in unserem Material vorkonfiguriert werden. Hier kann man sich dann ganz einfach ein Material aussuchen, was zum Beispiel am ehesten an das Material heranreicht, was man eben bauen möchte. Und dann kann man die letzten Modifikationen auf Basis der bereits erstellten Settings halt hier eben übernehmen. Hier gibt es ganz viele verschiedene Materialien schon drin, zum Beispiel Plastik oder Wasser oder sogar Materialien wie Schokolade und Keramik. Und aufgrund dieser Basis kann man dann ganz einfach sein Material erstellen und hat sich die meiste Arbeit quasi beim Einstellen hier schon gespart. V-Ray 5 kommt mit einem komplett neuen Framebuffer daher, von dem werden wir uns immer jetzt zwei Features genauer anschauen. Wir starten hier mit diesem Lightmix Feature. Und zwar haben wir hier diese Szene, in der wir verschiedene Lichter positioniert haben. Und Lightmix erlaubt uns nun, dass wir nach dem Rendern oder auch schon während dem Rendern die Beleuchtung hier in Echtzeit anpassen können und ganz viele verschiedene Variationen unserer Beleuchtung speichern können. Schauen wir uns zunächst einmal an, was man dafür machen muss, damit dieses Feature im Framebuffer unterstützt wird. Dafür muss lediglich hier in den Render Elements dieses Render Element mit dem Namen V-Ray Lightmix hinzugefügt werden. Und dann kann man darin noch auswählen, in welcher Art und Weise die Lichter gruppiert werden sollen. Wir suchen uns jetzt mal hier aus, dass die nach den Layern gruppiert werden, weil wir so die Szene auch schon aufgebaut haben, sodass wir die verschiedenen Lichter in verschiedene Layer gruppiert haben.
Theoretisch könnte man auch jedes Licht einzeln im Lightmix nachträglich anpassen, aber in unserem Fall hier macht es Sinn, quasi Lichter, die zusammengehören, wie jetzt zum Beispiel hier diese im Deckenbereich, in eine Gruppe zusammenzufassen und dann später alle im Lightmix gemeinsam zu editieren. Nun muss lediglich ein neues Rendering gestartet werden und dann können wir mal sehen, was im Lightmix alles genau angepasst werden kann. Wir sehen jetzt, dass hier unsere Source im V-Ray Frame Buffer auf Lightmix geändert worden ist. Standardmäßig ist das hier auf RGB eingestellt und im Lightmix haben wir dann Zugriff hier auf alle unsere Lichtlayer, die wir vorher erstellt haben. Und zusätzlich hat V-Ray noch ein paar eigene Layer hier erstellt, diesen Environment, Self-Illumination und Rest Layer. Dort beinhaltet sind Informationen, welche nicht direkt von Lichtern kommen, aber trotzdem unsere Szene beeinflussen. Wir haben jetzt hier verschiedene Optionen, die wir auswählen können. Dazu werden wir zunächst einmal alle Layer hier deaktivieren, indem wir diese Checkbox hier bei All klicken. Dadurch werden alle Layer deaktiviert. Und dann können wir durch die einzelnen Layer durchgehen und eben sehen, welche Information in jedem einzelnen dieser Layer gespeichert ist. Und all diese Layer kombiniert ergeben dann unsere finale Beleuchtung. Wir können jetzt zum Beispiel hier in diesen Layer gehen und mit diesen Slidern hier die Intensität erhöhen oder niedriger machen. Und dann hier in diesem Bereich die Lichtquelle wärmer oder kühler machen zum Beispiel oder auch komplett individuell einfärben, zum Beispiel jetzt in diese grünliche Farbe hier und quasi komplett individuelle neue Belichtungsstimmung hier erzielen. Das können wir natürlich mit allen Layern kombiniert zusammen machen, das heißt hier sehen wir jetzt alle Layer zusammen kombiniert und dann können wir hier zum Beispiel verschiedene Änderungen hier durchführen, zum Beispiel mache ich jetzt hier die Lichter an den Säulen viel intensiver oder ändere die Färbung hier zum Beispiel. Und dann gibt es hier noch diese zusätzlichen Layer. Diese beinhalten zum Beispiel hier unsere Umgebungsbeleuchtung, die wir dann an- und ausstellen können. Oder zum Beispiel Shader-Elemente wie diese Self-Illumination hier, die von dem Shader kommt. Zum Beispiel können wir die an- und ausstellen oder halt eben zum Beispiel viel intensiver machen, ohne dafür in den jeweiligen Shader nochmal zurückgehen zu müssen. Diese Einstellung, die man hier in dem Lightmix dann vorgenommen hat, die kann man auch speichern in einem Konfigurationsfile. Das nenne ich jetzt einfach mal Purple Green hier. Und dann habe ich hier noch weitere andere Konfigurationsfiles, die ich vorher schon rausgespeichert habe. Und dann kann ich mir diese eben auch hier reinladen. Und dann lädt er sogar alle anderen, die in dem gleichen Ordner liegen, hier auch herein. Und man kann dann ganz einfach hier durch verschiedene Szenenkonfigurationen hier gehen und verschiedene Beleuchtungen ganz schnell ausprobieren. Eine weitere neue Option im Frame Buffer ist, dass man dort nun Compositings erstellen kann. Das wollen wir jetzt anhand dieser Szene hier mal testen. Wir haben hier dieses Auto mit dieser roten Lackfarbe. Wir möchten diese Lackfarbe nachträglich zum Beispiel ändern in eine grüne Lackfarbe von mir aus. Und das kann man eben nun im neuen Frame Buffer mit Compositing ganz einfach machen. Zunächst einmal ist jedoch recht hilfreich, wenn man Compositing im Frame Buffer direkt benutzen möchte, das sogenannte Back-to-Beauty-Element hinzuzufügen. Das ist hier unter den Render-Elements zu finden. Was das genau macht, das werden wir uns dann beim Rendering genau anschauen. Und dadurch, dass wir eine Maske benötigen hier, um unseren Autolack dann zu ändern, können wir hier zum Beispiel mal eine Crypto-Matte hinzufügen. Und in dieser Crypto-Matte tun wir dann verschiedene Materialien maskieren. Das können wir hier mit dieser Option hier machen. Das heißt dann, dass wir eine Maske pro Material zur Verfügung haben. Und das ist genau das, was wir hier in diesem Fall benötigen. Wir können dann einmal hier ein Rendering starten. Das geht sowohl hier im interaktiven wie auch im ganz normalen Single-Frame-Rendering. Wir können dann sehen, wie sich unser Bild hier langsam aufbaut. Sobald das Rendering hier fertig ist, können wir unsere Source mal von RGB auf Composite stellen. Und haben wir ein Bild, was genau gleich aussieht. Mit dem Unterschied, dass dieses Bild eben aus diesen verschiedenen Render-Elementen zusammen composed worden ist. Und dass all diese Elemente hier korrekt zusammengefügt werden, dafür sorgt das Back-to-Beauty-Element, was wir vorher in Render-Elements hinzugefügt haben, das ist eben dafür verantwortlich, dass hier unsere Source RGB und unsere Source Composite genau identisch aussehen und wir einen identischen Startpunkt haben. Wir können dann hier verschiedene individuelle Farbkorrekturen vornehmen. Wir können hier zum Beispiel eine Color Balance mal hinzufügen und das ganze Bild hier zunächst einmal grün einfärben. Je nachdem, wo sich hier in diesem Stack dann unsere Farbkorrekturen befinden, hat das dann auch andere Auswirkungen, weil es wie in Photoshop nur die darunterliegenden Ebenen beeinflusst. Zum Beispiel, wenn ich diese Farbkorrektur jetzt mal hier hinlege, werden nur die jeweils unterliegenden Ebenen beeinflusst und die anderen eben nicht. Man kann auch diese Farbkorrekturen auf einzelne Elemente hier draufziehen, zum Beispiel in dem Fall hier nur die Refraktion beeinflussen. Aber in unserem Fall möchten wir den gesamten Autolack abändern und dafür benötigen wir eine globale Farbkorrektur, die alles beeinflusst. Aber wir benötigen eben auch eine Maske, die uns nur diese Farbkorrektur auf den Autolack anwendet.
Seit Update 1 gibt es nun eine Option, dass man hier verschiedene Masken hinzufügen kann. Und wir haben vorher eine Crypto-Mat hier erstellt. Die werden wir jetzt hier einmal hinzufügen. Und dann verschwindet hier unsere Farbkorrektur zunächst, weil unsere Maske hier komplett leer ist. Das können wir hier auch über diese Option hier uns einmal visualisieren lassen, wie unsere Maske aussieht. Und dann gibt es hier diese sehr nützlichen Picker, mit denen wir dann verschiedene Elemente zu unserer Maske hinzufügen können. Ich nehme jetzt mal hier diesen Plus-Picker und wähle diesen Autolack hier aus, indem ich einfach auf diesen Autolack klicke. Und schon wird dieser hier zu unserer Maske hinzugefügt. Wir können dann auch noch verschiedene andere Elemente hinzufügen, wenn wir das wollen. Und mit diesem Minus-Picker können wir die hier auch wieder entfernen. In dem Fall brauchen wir nur den Autolack und damit ist unser Composite erst einmal fertig. In V-Ray 5 gibt es nun einen UV-Randomizer, mit dem man unschöne Texturwiederholungen automatisch während der Renderzeit beheben kann. Das schauen wir uns mal hier in diesem Beispiel jetzt an. Und zwar haben wir hier dieses Objekt, welches aus diesen verschiedenen Steinen hier zusammengesetzt ist. Das Problem allerdings ist, dass jeder dieser Steine dieselbe UV hat und deswegen wird im Endeffekt auch dieselbe Textur auf jedem Stein hier quasi dargestellt. Und das gibt natürlich unschöne Wiederholungen. Wir haben eine Textur, die quasi so hier aussieht und jeder Stein benutzt momentan UVs, die hier auf dieses A1-Feld hier zugewiesen sind. Wir möchten jetzt aber, dass jeder dieser Steine hier eine individuelle UV und somit eine individuelle Einfärbung und eine individuelle Nummer erhält, sodass nicht jeder Stein sozusagen gleich aussieht. Das ist jetzt in V-Ray sehr einfach zu machen, indem wir einfach hier unseren Shader uns mal anschauen. Wir haben hier eine V-Ray Bitmap und diese hat Zugriff hier auf die sogenannte Mapping Source. Und mit dem neuen V-Ray UVW Randomizer können wir diese Mapping Source während der Renderzeit editieren. Wir verbinden jetzt mal und sehen, dass zunächst erst einmal nichts passiert. Das liegt ganz einfach daran, dass wir zunächst einmal hier sagen müssen, wie wir diese Randomisierung sozusagen auf unser Objekt übertragen wollen. Und da hier bei unserem Editable Poly jeder dieser Steine hier ein eigenes Element ist, können wir hier ganz einfach diese Option hier auswählen, bei Element. Und dann wird quasi auf jedem dieser Elemente hier eine individuelle UV anhand dieser Variationsparameter hier angewandt. In unserem Fall hier werden die U- und V-Koordinaten jeweils zwischen 0 und 1 hier geoffsetet pro Element. Und außerdem haben wir eine Rotation zwischen 0 und 360 Grad pro Element. Wenn wir keine Rotation zum Beispiel benötigen, können wir hier diesen Wert auf 0 setzen und dann haben wir lediglich hier diesen Offset. Und zusätzlich kann man zum Beispiel hier verschiedene Skalierungen definieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Wert auf 1000 setzen, dann haben wir hier zufällige Skalierung zwischen 100 und 1000. Pro Element. Wir sehen, dass die Textur auf manchen Steinen sehr viel dichter ist als auf anderen Steinen. In diesem Fall möchten wir es aber nicht. Wir möchten jetzt lediglich, dass jeder Stein hier eine einzelne Nummer und eine einzelne Farbe zugewiesen bekommt. Und das können wir hier über diese Steps erzielen. Und zwar ist unsere Textur hier in 8x8 Felder unterteilt. Und wenn wir hier diese Felder in den Offset quasi übertragen von 8x8, dann hat jeder Stein somit eine individuelle Textur und eine individuelle Färbung und Nummerierung erhalten. Somit können wir dann während der Renderzeit unsere Texturierung sehr viel zufälliger gestalten und wir haben keine unschönen Texturwiederholungen und das Ergebnis sollte sehr viel realistischer aussehen. In V-Ray 5 ist ein neues Sun & Sky System hinzugekommen und momentan benutzen wir hier in dieser Szene eines der älteren Modelle, aber das neuere Modell funktioniert besonders gut hier in Bereichen, wo die Sonne relativ nah am Horizont ist, also bei Sonnenauf- und Untergang, und es gibt hier einfach sehr viel schönere Farbverläufe. In dieser Szene hier habe ich einmal das neue Sun & Sky System kombiniert mit den V-Ray Aerial Perspective atmosphärischen Effekten. Und diese erzeugen dann hier diesen netten Haze-Effekt, sodass quasi diese Berge hier im Hintergrund weiter entfernt wirken, wie das hier was im Vordergrund ist. Und dadurch wirkt die Szene einfach sehr viel größer. Wir können dann hier verschiedene Sonnenpositionen zum Beispiel ausprobieren und auch noch einmal hier verschiedene der anderen Sky-Modelle hier aussuchen, die eventuell auch gut funktionieren können, je nachdem, was für eine Szene man eben darstellen will. Aber mit diesem neuen Improved-Modell hier gibt es jetzt quasi zusätzlich noch eine andere Option, die vor allem bei Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen einfach sehr viel realistischer und sehr viel schöner eben aussieht. Eine weitere Neuerung in V-Ray 5 sind die sogenannten Additive Dome Lights. Wir haben hier eine Szene, wo wir momentan zwei Dome Lights haben. Momentan ist aber lediglich eins davon aktiviert. Wenn wir dieses Licht jetzt hier nun ausschalten und uns mal das andere Licht dann anschauen, dann sehen wir, dass das andere Licht eine komplett andere Beleuchtung beinhaltet. Wir haben quasi zwei verschiedene Beleuchtungen hier in unserer Szene. Die Neuerung bei den Additive Dome Lights ist jetzt, dass wir quasi beide dieser Dome Lights auch mischen können. Das heißt, wir können nicht entweder eins oder das andere benutzen, sondern wir können auch beide zusammen benutzen. Und dann werden beide Beleuchtungen eben zusammen addiert.
Wir sehen zum Beispiel, dass dieser helle Fleck hier aus der Beleuchtung von diesem HDRI hier stammt und die Wolken hier zum Beispiel aus dem HDRI von hier stammen. Und beides zusammen addiert, gibt dann eine quasi komplett neue Beleuchtung. Und somit sind wir eben nicht mehr nur an ein HDRI gebunden, sondern können verschiedene HDRIs zusammen mischen und dadurch ganz individuelle und viel interessantere Beleuchtung erzielen. Damit endet unser heutiges Webinar für V-Ray. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Features für V-Ray 5 für 3D Studio Max. Diese können alle auf der Chaos-Website nachgeschlagen werden. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Webinar einmal wiedersehen. Bis dahin, viel Erfolg!